nur eine Antwort. Kein Zurück mehr. Bist du sicher? Ja. Der Mittelpunkt seines Lebens ist Friedenau. Und das wird er bleiben. Ich wollte mich nur vergewissern, was mein Anteil wert ist, wenn wir das alte Konzept von Kontur wiederhaben. Wozu? Na, ganz einfach. Das ist genau der Betrag, den ich von dir haben will. Wieso das denn? Weil ich meinen Anteil des Ladens verkaufen werde. Und zwar an dich. Diese Entscheidung ist mir, weiß Gott, nicht leicht gefallen. Aber mein Entschluss steht fest. Ich gehe allein nach Singapur. Ich lasse mich von Christoph scheiden. Du willst dich von Christoph scheiden lassen, aber warum denn? Ist nicht wahr, oder? Barbara, wir sollten noch mal drüber reden. Wir haben so oft darüber geredet. Du hast mir nicht zugehört. Aber du wolltest doch zusammen mit Christoph nach Singapur. Ja, eben. Es war doch alles wieder in Ordnung zwischen euch. Nichts ist in Ordnung. Barbara, ich bitte dich. Entschuldigt. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Jetzt geh doch nach! Das hat keinen Sinn. Dann geh ich eben. Was ist denn zwischen euch passiert? Ich habe Barbara für immer verloren. Was ist? Hat es dir die Sprache verschlagen? Du willst, dass ich dich auszahle. 100 Punkte, Uli. Genau so ist es. Aber wieso? Wir waren uns doch einig. Wir wollten Kontur nach dem alten Konzept weiterführen. Du kannst aus dem Geschäft machen, was du willst. Meinetwegen auch eine Pommesbude. Aber ohne mich. Und da kommst du jetzt erst drauf? Ich musste doch erst mal sehen, ob sich mein Ausstieg überhaupt lohnt. Und das tut er. 300.000 Mark. Was meinst du? Hier, du kannst es dir gern ansehen. Das Ladenkonzept wurde damals auf 600.000 geschätzt. Tja, und die Hälfte davon gehört mir. Du bist total verrückt. Überhaupt nicht. Ich kann einfach nur rechnen. Oder was macht 600.000 durch 2? 300 Mille. Na also, ich hab's doch gewusst. Du bist gut im Kopf rechnen. Ja, aber so viel Kohle habe ich doch nicht flüssig. Ja, dann musst du es eben flüssig machen. Wie denn? Soll Uli vielleicht für dich einen Kredit aufnehmen? Das wäre eine Möglichkeit. Dann zahle ich doch ewig ab. Dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Ich will jedenfalls mein Geld. Das ist Erpressung. Okay, ich mache euch einen anderen Vorschlag. Such dir einen Teilhaber und zahl mich davon aus. Sag mal, spinnst du? Den Laden haben Uli und Nick gemeinsam aufgebaut. Da kann man nicht einfach so einen Fremden reinholen. Damit müsst ihr euch abfinden. Aber ihr packt das schon. Wie, ist mir egal. Hauptsache, ich krieg mein Geld. Mama! Ich verstehe das nicht. Warum willst du dich denn jetzt so plötzlich scheiden lassen? Weil mir die Kraft fehlt, gegen dieses Schloss zu konkurrieren. Aber Christoph verlässt Friedenau doch zusammen mit dir. In der Hoffnung, dass wir zusammen zurückkehren. Wenn Henning Clarissa rausschmeißt, dann werde ich wieder zurückkommen, denkt er. Aber daran ist doch auch nichts falsch. Wenn diese Kuh endlich hier weg ist, dann haben wir doch alle wieder unsere Ruhe. Clarissa wird nie Ruhe geben. Henning will Clarissa als Bigamistin überführen. Wenn er beweisen kann, dass sie keine Gräfin ist, dann muss sie gehen. Wer weiß, wie lange es dauert, bis er Beweise hat. Wenn er überhaupt jemals welche findet. Bestimmt findet er welche. Nein, Kadi. Wenn ich hier bleibe, dann bin ich jeden Tag mit dieser Frau konfrontiert. Aber deswegen musst du dich doch nicht von Christoph trennen. Er wird sogar noch am Ende der Welt an die Zukunft von Friedenau denken. Es ist eben sein Zuhause. Und das ist ihm wichtiger als ich. Das ist doch gar nicht wahr. Er liebt dich. Warum hat er nicht meinen Wunsch akzeptiert, den Streit gegen Clarissa aufzugeben? Weil er das alles nur für euch tut. Das genau glaube ich nicht. Wir feiern den schönsten Tag unseres Lebens und am Rande geht eure Ehe kaputt. Ich hatte immer gehofft, dass sie ihren Entschluss rückgängig macht. Sie hat ja gestern Abend auch nichts davon erzählt. Vielleicht hatte sie sich noch nicht entschlossen. Das war wohl mehr Rücksicht auf euch. Ich lasse euch mal alleine, ja?
erklärt, es ist ja nur eine leere Drohung, eine Art Hilferuf. Den gab's schon viel früher. Ich habe ihn nur leider überhört. Aber Barbara liebt dich, ganz bestimmt. Ja, vielleicht. Aber sie ist der Überzeugung, dass ich Friedenau mehr liebe als sie. Aber es geht doch nicht um Friedenau. Es geht um Clarissa, sie steht zwischen euch. Das macht für Barbara keinen Unterschied. Sie hat hier zu viel durchgemacht. Aber genau deshalb wolltest du doch mit ihr fortgehen. Aber sie glaubt nicht, dass ich es ernst meine. Ich habe sie zu oft enttäuscht. Okay, aber du hast doch auch immer versucht, ihre Wünsche zu respektieren. Trotzdem bin ich hinter ihrem Rücken gegen Clarissa vorgegangen. Sie hat kein Vertrauen mehr zu mir. Der Aktion hat mich Steffi endgültig ausgebremst. Hat sie schlau gemacht. Hier. Danke. Die Sushi-Bar war wohl doch keine so gute Idee. Uli, ein Versuch war es wert. Der voll in die Hose gegangen ist. Ich habe Steffi einfach unterschätzt. Trotzdem, die Idee mit der Sushi-Bar war gut. Ja, aber es hat nichts genutzt. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und habe alles verloren. Es konnte doch keiner ahnen, dass Steffi wieder so eine linke Nummer abzieht. Toller Trost. Wir finden bestimmt einen Weg, damit du den Laden behalten kannst. Ja, wie denn? Ich habe aber nicht so viel Kohle. Vielleicht war das mit dem Teilhaber gar keine so schlechte Idee. Was? Du hast selbst gesagt, dass Kontur ein Familienbetrieb ist. Ja, was willst du denn sonst machen? Aufwachen und feststellen, dass alles nur ein böser Traum war. Soll ich dich mal kneifen? Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Tatsache ist, dass Steffi das Geld zusteht. Dann musst du es ihr wohl geben. Ja, womit wir uns wieder im Kreis drehen. Ich habe einfach nicht so viel Kohle. Wir finden bestimmt noch eine andere Lösung. Marco. Vielleicht überlegt sich deine Mutter das mit der Scheidung ja nochmal. Meine Mutter verlässt Friedenau und sie kommt auch nie mehr wieder zurück. Alles nur wegen Clarissa. Dieses Miststück zerstört unsere ganze Familie. Krieg ich heute noch meinen Sekt auf Eis? Ja, ja, kommt gleich. Meine Mutter würde Friedenau garantiert nicht verlassen, wenn Clarissa da nicht rufen würde. Du glaubst wirklich, es liegt nur an ihr? Ja, natürlich. Mama und Christoph lieben sich. Clarissa hat Mama nur mit ihren blöden Intrigen fertig gemacht. Aber diese Hexe verlässt Friedenau bestimmt nicht freiwillig. Nein. Und deswegen müssen wir da ein bisschen nachhelfen. Hast du eine Idee? Wir müssen endlich beweisen, dass Clarissa mich erpresst. Wenn uns das gelingt, dann wandert sie in den Knast. Und Mama überlegt sich das vielleicht nochmal. Dann ist unser Plan also aufgegangen. Mhm. Du hättest Ulis Gesicht sehen sollen. Oh. Kann ich mir lebhaft vorstellen. Hat mir fast schon ein bisschen leid getan. Ja, ein bisschen Mitleid kannst du dir jetzt schon leisten, wo du bald um 300.000 Mark reicher bist. Hey, hast du jetzt ein schlechtes Gewissen? Nein. Aber? Es ist irgendwie ein komisches Gefühl, dass ich bald mit dem Laden nichts mehr zu tun habe. Sei doch froh. Oder willst du für den Rest deines Lebens Klamotten verkaufen? Natürlich nicht. Aber der Laden, da war irgendwie die letzte Verbindung zu Nick. Wenn ich das jetzt alles aufgebe, dann habe ich alles abgebrochen. Na und? Ich dachte, das Thema wäre erledigt. Ja, ist es ja auch. War nur so eine sentimentale Anwandlung. Schon wieder vorbei. Das ist gut. Es ist besser, mal an die Zukunft zu denken. Ich habe nur leider überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Mit 300.000 Mark ist das doch kein Problem. Wenn ich wüsste, wie ich dir investieren soll, vielleicht. Wenn du willst, ich kann dir dabei helfen. Ja, klar will ich. Du kennst dich in solchen Sachen eh besser aus als ich. Ja. Ein bisschen, vielleicht. Obwohl, da habe ich schon eine Idee. Und die wäre? Wir könnten ein gemeinsames Projekt starten. Und was für eins? Ich mach auf. Hi, Millie. Hi, Phil. Ist Steffi da? Ja, komm rein. Ist Besuch für dich. Na toll. Ich hab dir was zu sagen. Aber ich dir nicht. Jetzt hör mir doch einfach nur zu. Kathi, du verrennst dich dann etwas. Wir können Clarissa nichts nachweisen. Sie erpresst mich und hat einen Anschlag auf mich verübt.
Ja, aber uns fehlen einfach die stichhaltigen Beweise. Wieso? Wir haben doch die Nägel, die unter der Satteldecke gesteckt haben. Ach, die hätte jeder dort unterbringen können. Es war Clarissa. Glaube ich dir ja. Aber für die Polizei reicht das einfach nicht, solange wir es nicht beweisen können. Vielleicht nehmen sie dieses Missstück dann aber mal ein bisschen genauer unter die Lupe. Vergiss es. So leicht lässt sich Clarissa nicht überführen. Wir können es aber trotzdem schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Na, ihr zwei? Alles klar? Geht so. Ich gehe jetzt mal rüber. Soll ich mitkommen? Nein, brauchst du nicht. Ich würde dich jetzt aber ungern alleine lassen. Deine Schicht ist aber noch gar nicht zu Ende. Ach, Sascha kommt eh gleich und bis dahin könnt ihr ja vielleicht... Ja, kein Problem. Schürze. Danke. Mhm. Ach, der Espresso kommt an Tisch 2. Alles klar. So, wir können. Irgendetwas muss es geben, wie wir Clarissa überführen können. Henning? Hallo. Hallo, Caroline. Tut mir leid, dass unser Familienpicknick ins Wasser gefallen ist. Ach, das ist doch jetzt vollkommen unwichtig. Wie geht es deinem Vater? Na, was glaubst du denn, wie es ihm geht? Seine Frau will sich von ihm scheiden lassen. Entschuldige. Nein, ich habe mich zu entschuldigen. Ich bin ein bisschen mit den Nerven runter. Ich kann Barbaras Entscheidung einfach nicht verstehen. Ich schon. Barbara hat so lange wegen Clarissa gelitten. Sie will jetzt einfach nur in Ruhe leben. Ja, schon, aber das ist doch kein Grund, sich gleich scheiden zu lassen. Ja, sie hat eben gespürt, dass Christoph ihr diesen Wunsch nicht erfüllen will. Oder kann. Ich habe ihn auch immer weiter gegen Clarissa aufgehetzt. Es war allein seine Entscheidung. Und das weiß er auch. Wenn ich ihn da rausgehalten hätte, wäre es nie so weit gekommen. Ja, ihm ist Friedenau eben genauso wichtig wie dir. Ach. Früher war Barbara immer die Nummer 1 für ihn. Ja, aber trotzdem hat er weiter gegen Clarissa gekämpft. Obwohl Barbara dagegen war. Ich habe ihn aufgestachelt. Nein. Moment. Wir machen das jetzt mal ganz stilvoll. So, meine Prinzessin. Danke. Wie wär's mit einem kleinen Lächeln für den Chauffeur? Ich sehe schon, ich kann dich heute auch nicht aufhalten, stimmt's? Würdest du was ausmachen, wenn ich heute lieber mit meiner Familie ein bisschen alleine sein will? Quatsch, überhaupt nicht. Ich verstehe das doch. Kannst auch mit meinem Wagen zurückfahren in die Stadt. Ich kann aber auch hier bleiben und auf dich warten. Das ist wirklich süß. Aber ich glaube, es ist besser, wenn du fährst, okay? Okay, ach, wenn du mich brauchst, ich bin im No Limits. Tschüss. Tschüss. Was wird das denn? Steffi, jetzt hör mir endlich zu! Das habe ich doch schon. Aber das, was du mir erzählst, langweilt mich. Aber es geht hier um Ullis Zukunft! Eben. Und die interessiert mich nicht. Oh, spinnst du? Denk wenigstens über meinen Vorschlag nach. Vergiss es. Es verlangt doch keiner, dass du wieder mit Ulli zusammenarbeitest. Ja, das wäre ja wohl noch schöner. Wie soll Ulli bitte 300.000 Mark auf einen Schlag aufbringen? Das habe ich dir doch schon gesagt. Das ist nicht mein Problem. Mensch, überleg doch mal, wenn du jeden Monat einen festen Betrag... Ich lass mich nicht auf eine Ratenzahlung ein. Und warum nicht? Weil ich nicht ewig auf die Kohle warten will. Ist doch ganz einfach. Aber es wäre doch ein guter Kompromiss. Wo ist denn bitte der Kompromiss, wenn ich Ulli ewig Zeit lassen muss? Was habe ich denn davon? Du kriegst ja dein Geld, nur eben nicht auf einen Schlag. Nur ist gut. Bin ich eine Bank? Nein, ich will mein Geld und zwar sofort. Wofür brauchst du bitte so viel Geld auf einmal? Das ist ja wohl meine Sache. Dir geht es gar nicht um das Geld. Du machst das Ganze nur, um dich zu rächen. Ach, denk doch, was du willst. Was kann Ulli dafür, dass Nick dich verlassen hat? Du weißt nicht mehr weiter und schlägst einfach nur wild um dich. Das mache ich gleich wirklich, wenn du nicht bald die Klappe hältst. Du tust mir leid. Starker Abgang. Ja, als Rächerin der Armen und Unterdrückten war Millie schon immer ganz große Klasse. Flo leidet diesmal ohne Erfolg.
Ich bin dir noch nichts schuldig. Ganz im Gegenteil. Genau. Vergiss alle diese alten Geschichten und bau dir was Neues auf. Gilt dein Angebot noch? Ein Mann. Ein Wort. Danke nochmal. War ein kurzes Vergnügen. Was ist los? Diese Clarissa versucht mit ihren Intrigen die ganze Familie kaputt zu machen. Ich hab richtig Angst um Kathi. Denkst du wirklich, dass diese Gräfin dahinter steckt? Auf jeden Fall. Man kann es ihr nur nicht nachweisen. Kathi hat gerade eben angerufen. Du sollst in einer Stunde an einem Treffpunkt im Park sein. Hat sie sonst noch was gesagt? Nur, dass deine Überraschung auf dich wartet. Die hat Nerven. Hey, was ist denn los mit dir? Also, ich würde mich über eine Überraschung freuen. Aber nicht, wenn sie damit ihr Leben riskiert. Deine Überraschung? Mann, die Parkbank ist total abgelegen. Die wäre die reinste Zielscheibe dort. Jetzt beruhig dich mal wieder. Clarissa plant irgendwas, das spüre ich. Ich habe sie vorhin mit einem ganz komischen Typen gesehen. Ach was, du machst dich bestimmt nur wieder verrückt. Hier steht alles drauf, was ich für die Reise benötige. Haben Sie noch Fragen? Nein, nein. Ich wundere mich nur. Es sind so viele Sachen. Ich werde lange wegbleiben, Christiane. Sehr lange. Es tut mir leid. Wir werden Sie sicher alle sehr vermissen auf Friedenau. Lieb, dass Sie das sagen. Es wird alles prompt erledigt. Dankeschön. Vermasseln wir damit nicht Katis ganze Überraschung. Mir ist trotzdem wohler, wenn du mitkommst. Vielleicht hat Clarissa den Typen schon auf Kathi angesetzt. Tja, und wenn du dich irrst, ist Kathi auf dich sauer. Das ist dir hoffentlich klar. Besser sauer als in Gefahr. Jetzt mach mal halblang. Ich will nichts riskieren. Clarissa hat schon einmal einen Anschlag auf Kathi verübt. Du hast ja recht. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Presserbrief. Was? Ja los, was steht drin? Du entkommst mir nicht. Ich weiß immer, wo du bist. Der Reitunfall war nur der Anfang. Das Ultimatum ist vor einer Stunde abgelaufen. Warum haben wir den Brief nicht früher gefunden? Los, wir müssen unbedingt zur Polizei. Du hast keine Zeit mehr. Ja, dann zieh los. Gar nicht kommen hören. Das war zwecklos, oder? Steffi ist stur. Ja. Du hast es ja gut gemeint. Vielleicht denkt sie ja noch mal drüber nach. Steffi und denken? Das schließt sich ja wohl aus. Es tut mir leid. Du kannst doch nichts für deine Schwester. Sie will damit bestimmt nur Nick bestrafen. Du meinst, weil er abgehauen ist und sie sitzen gelassen hat? Ja, wahrscheinlich. Sie hängt bestimmt noch an ihm. Toll. Was soll ich da alles ausbaden? Wir finden bestimmt noch einen Weg, damit du den Laden halten kannst. Vergiss es. Ich werde den ganzen Laden verkaufen. Was? Aber er bedeutet dir so viel. Du meinst, weil Nick und ich ihn damals zusammen aufgebaut haben? Seitdem ist so viel passiert. Was willst du damit sagen? Nick und mich damals halt zusammengeschweißt, als Oma und Papa gestorben sind. Aber die Zeit ist einfach vorbei. Du kannst doch nicht deinen Traum aufgeben. Der Laden ist doch schon kaputt, seitdem Steffi Nicks Anteil übernommen hat. Was würde Nick jetzt dazu sagen, hm? Dem ist der Laden lange egal.
Und ich werde auch davon loskommen. Genau wie er es auch geschafft hat. Denk an deine Zukunft. Du hast die Schule für das Kontur geschmissen. Aus meinem Teil des Erlöses kann ich uns was Neues aufbauen. Uns? Klar. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Dich kann ich mich doch verlassen. Verdammt, sie ist nicht hier. Wahrscheinlich kommt sie erst noch. Oder wir kommen schon zu spät. Quatsch, ihr habt noch eine Viertelstunde bis zu eurer Verabredung. Was ist, wenn der Typ hier irgendwo aufgelauert hat? Heino, jetzt beruhig dich mal wieder. Wir müssen sie suchen. Am besten getrennt, dann haben wir bessere Chancen. Okay, du versuchst es dort und ich hier da drüben lang. Okay, wir treffen uns nachher wieder hier. Sein Mistkerl. Barbara ist schon beim Packen. Ich weiß. Du weißt das? Du willst nichts unternehmen? Es ist sinnlos, Henning. Sinnlos? Ich habe alles versucht, um Barbara von ihrem Entschluss abzubringen. Vielleicht hilft es, wenn ich nochmal mit ihr rede. Ihre Entscheidung steht fest. Sie will sich scheiden lassen. Das alles nur, weil ich dich immer wieder gedrängt habe, gegen Clarissa vorzugehen. Obwohl ich wusste, dass Barbara etwas dagegen hat. Ohne mich wäre es niemals so weit gekommen. Ich wollte es doch auch, Henning. Das sagst du doch jetzt nur. Du weißt doch ganz genau, wie oft wir darüber diskutiert haben. Ich wollte Clarissa hier raushaben. Ich wollte, dass etwas geschieht. Genauso wie du. Und dabei habe ich offensichtlich Barbaras Gefühle ignoriert. Sie hat völlig recht. Heißt das, Friedenau war dir immer wichtiger als sie? Auch wenn ich es lange nicht wahrhaben wollte. Das hat sie gespürt. Ich liebe sie, aber ich könnte mich nie für immer von Friedenau trennen. Lauf sie los, du Schwein! Lauf weg, Kathi, schnell! Heino! Wenn du hier was tust, dann bringe ich dich um. Hast du dich beruhigt? Kann ich dich jetzt loslassen? Ich glaube, du hast das falsch verstanden. Oh Mann, Heino, manchmal bist du wirklich ein bisschen schwer vom Begriff. Das ist Marc Roloff, mein neuer Bodyguard.